Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Code Super Mario Maker, meine Damen und Herren. Heute mit einem Level, das mir gerade einfach so unter die Augen kam, beim, hier, keine Ahnung, Spielladen und so weiter. Sah irgendwie interessant aus, hatte viele Sterne, was natürlich nicht unbedingt immer was heißen muss, aber häufig eine gewisse Aussagekraft hat. Deswegen dachte ich mir, weißt du was, machen wir mal irgendwas, was einfach nicht geplant war, weil warum würde man die ganze Zeit einfach alles planen, wenn man doch einfach mal was auf sich zukommen lassen kann und dabei wahrscheinlich kläglich scheitern wird. Ja, das sieht deutlich nach kläglich scheitern aus, aber respawnen die freundlichen Herrschaften? Die respawnen tatsächlich, okay. Aber, ja wobei, bestenfalls kann ich einmal wieder hier aus der Tür und wieder rein. Dann ist ja sowieso alles wieder da, wo sich irgendwann mal befand, nicht wahr? Das ist korrekt. So, das heißt, hier oben mit der Platte hatte ich nicht gerechnet, weil der Screen nicht nach oben gescrollt ist, aber wenn man weiß, dass sie da ist, kriegt man dann natürlich so gerade eben hin. Also selbst ich kriege das dann hin, meine Damen und Herren. Das ist so cool, das ist Achso, okay. Ich habe mich gerade gefragt, wo ich hin muss, aber das ist dann jetzt hier oben drüber, diese tolle Wartensong-Musik ist und so weiter. Und alles ist toll und mit lustigen Schildkröten und Pilzen und schön und wundertoll. Da oben ist bestimmt irgendwas versteckt. Diese Münzen waren mir deutlich zu verdächtig. Ja, da oben ist irgendwas, aber die Frage ist, wie komme ich da hin? Vielleicht kriege ich irgendwann mal so ein Raccoon-Leaf-Ding. Aber unten drunter ist dann alles kaputt. Das ist sehr cool, so ein ganz kontrastreiches Level. Und ich finde es übrigens auch sehr cool, dass an diesen ganz, ganz merkwürdiger Sprung. An den ganzen Laufbändern diese Stacheldinger da dran sind. Die sind so aussehen, als würden die ziehen, weißt du? Verstehst du? So richtig, weißt du? Hübsch quasi. Also ich stehe total drauf, wenn ich dann in irgendwelche, auf irgendwelchen Laufbändern in irgendwelche Stachelzahnräder reingezogen werde und so. Das ist einer meiner feuchten Träume, meine Damen und Herren. Nein. Komme ich einfach drunter her? Einfach so? Das ist aber nett. Das sehr befriedigend. Ich komme zwar nicht voran, aber sehr befriedigend. Danke, da, weiter, ja? Okay. Was muss ich machen? An der links. Ja, okay. Ohne Scheiß. Diese großen Dinge. Ich werde nie damit klarkommen. Oh, shit. Ich werde nie damit klarkommen, dass man damit die Wände kaputt machen kann. Aber ich meine, das sieht nicht so aus, als wäre das irgendwas für mich. Vor allem sind die jedes Mal für mich deutlich gefährlicher, als sie eigentlich sein müssen. Der kommt nochmal zurück, ne? Ja, natürlich kommt der zurück. Aber ist egal. Das war jetzt im Grunde genommen auf der hellen Seite des Levels sozusagen. Alles für mich tut und ich eigentlich gar nichts machen muss, außer irgendwie laufen und nach Möglichkeit einfach nicht sterben. Aber auf der dunklen Seite des Levels, meine Damen und Herren, werden wir alle sterben. Ich hätte gerne mal wieder ein Power-Up oder ein Checkpoint, aber das Level ist so alt, dass ich gar nicht weiß, ob das eins hat. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nur aus 2015. Ich weiß gar nicht, wie alt Super Mario Maker mittlerweile ist. Keine Ahnung, ey, wie lange spiele ich jetzt Super Mario? Ich glaube, wir hatten mal nachgeguckt, dass ich das irgendwann im September das erste Mal hochgeladen habe. Heilige Scheiße. Ist auch egal. Wir haben noch deutlich. Ich habe ganz am Anfang mal irgendwann gesagt, dass dieses Spiel wahrscheinlich im Prinzip unendlich ist und ja. Wir sind auf dem besten Weg dahin, meine Damen und Herren. Das war cool. Ich hatte Spaß. Das hat jetzt einfach jemand geschafft in einer Minute. Das Level hier unten das sieht nicht so aus wie ein Level, das ich spielen möchte. Das heißt einfach nur Anführungszeichen. Nee, lass mal gut sein. Ich suche mir lieber ein anderes aus. Die Geschichte von Nintendo und Gaming. Es ist schon lange her, dass ich diese Sternenliste mir überhaupt angeguckt habe, ehrlich gesagt. Danke. Deswegen ziemlich cool. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Gameboy. Ein NES-Controller. Entschuldigung. Habe ich auch hier liegen. Miriri sogar, weil Mr. Game & Watch. Sehr schön. Okay, verstehe. Wir rennen dann jetzt einfach durch so ein Level und haben dann jetzt die Geschichte. Pac-Man. Ja, hurra. Oh, wie cool. Das ist ja sehr interessant und sehr lustig auch. Gefällt mir. Das ist, wobei man viele von diesen Amiibo-Leveln natürlich mittlerweile relativ ähnlich sind, aber jetzt spielen wir Donkey Kong. Das ist so cool, wenn man verschiedene Sachen in einem Level machen kann, ist immer cool. Warum kann ich da nicht hoch? Das ist eine Leiter. Normalerweise sollte ich hier hoch können. Fehler im Game Design. Level, die, also setzen 6 mindestens. Wo kommt diese Musik her? Da ist, okay. Daisy hat sich offensichtlich in einen Pilz verwandelt, aber mal davon ab, dass man eigentlich auch in dem Spiel nicht Donkey Kong ist, der da hochklettert. Danke. Nicht Donkey Kong ist der da hoch. Ach, jetzt bin ich Super Mario World Bros. 1, Level 1. Oh, wie cool ist das denn, Alter? Einfach hier so eingebaut. Hier oben ist bestimmt nichts. Nee, hier oben ist nichts. Okay, sehr schön. Das ist sehr niedlich. Abgesehen davon, dass man natürlich in, muss ich jetzt die Ente abschießen? Wir haben die Ente abgeschossen. Da muss der Hund jetzt aber irgendwie. Nee, der Hund macht nicht irgendwie, aber ist egal. Also abgesehen natürlich, dass man in Donkey Kong nicht Donkey Kong spielt, sondern. Danke. Sondern Mario. Rob the Robot ist auch so eine Sache. Also wenn irgendwer davon einen über hat, den würde ich auch noch nehmen. Ah, das ist jetzt so ein Zelda-Ding. Oh, wie cool. It's dangerous to go alone und so. Es ist so cool. Moment, aber wo muss ich hin? Ich muss nicht wieder zurück. Nein, irgendwo muss hier eine Lösung drin. Ist das eine von den beiden
Ah, okay. Ich dachte, wahrscheinlich stand ich gerade einfach nur in der Mitte und es hat deswegen nichts. funktioniert sehr. so cool, ohne Scheiß. Das sind immer so Mini-Anschnitte quasi von den entsprechenden Spielen, die er da so darstellt. Jetzt hauen wir einen. Toll, danke. Das einzige Level, in dem ich getroffen werde, ist Metroid. Das ist sehr, sehr schade, weil Metroid mein Lieblingsspiel ist. Super Metroid. Für die Leute, die nicht wissen, meine Damen und Herren, Super Metroid ist mein absolutes Lieblingsspiel of all time, Motherfucker. Das sieht natürlich sehr, sehr nach Sonic aus, allerdings, ja. Das jetzt. Ach, F-Zero, natürlich. Ja, sehr schön. Habe ich auch direkt erkannt. Wobei, ich meine, für F-Zero war es. für F-Zero war es eigentlich ein kleines bisschen zu wenig Mode 7, aber ist egal. Funktioniert nur beim NES-Engine nicht. Geht ihr bitte einfach weg, danke. Ich bin sehr überrascht davon, dass ich jetzt gerade nicht getroffen worden bin. Kirby, ich möchte mich in eine Bombe verwandeln. Aber ich darf mich nicht in eine Bombe verwandeln. Das ist so cool, dass der es tatsächlich schafft, der Levelmaker. Wobei ich jetzt nicht weiß, was das mit Pokémon zu tun hat, aber da wird mir wahrscheinlich einer der Pokémon-Helden von euch irgendwie mitteilen können. Dass der es schafft, Run. Die Optik und so weiter, das Feeling so ein bisschen dieser Spiele. Mario Kart. Ich hätte jetzt gedacht, dass es Mario Kart ist. Okay, es ist nicht Mario Kart. Die Optik der Spiele so ein bisschen tatsächlich zu einzufangen, sag ich mal. Obwohl die Level immer nur so klein waren. Ja, ist okay, ich habe verstanden. Darf ich weiterspielen? Da ist aber jemand sehr, sehr stolz auf seine Amiibos. Aber holla die Waldfee, ey. Ja, danke, Super Mario Maker. Ach, schon geschafft. Ach, dann geht's ja noch. Wie schön. Cool ist aber, wie gesagt, der hat es geschafft in sehr, sehr kurzen Abschnitten. Der Level Maker hat es geschafft in sehr, sehr kurzen Abschnitten. So ein bisschen das Feeling irgendwie einzufangen von den jeweiligen Spielen. Das war sehr interessant. Also natürlich nichts Schweres und nichts Weltbewegendes, aber um so mal zwischendurch zu spielen, warum nicht? Ich hatte solche Level schon länger nicht mehr. Also in 46 verfickten Sekunden. Heilige Scheiße. Also manche Leute haben echt sehr wenig zu tun. Nächstes Level. Wo wir gerade schon mal bei dieser Art von Level sind, meine Damen und Herren. Ich hatte schon ewig kein Amiibo Songquiz mehr, oder? Also, es wird Zeit. Walk. Kriegen wir hin. Weißt du, wird Entschuldigung. Ich kenne die Musik, aber die Frage ist jetzt, woher, ne? Die Frage ist jetzt, woher ich das kenne. Ich würde. Was? Was? Keine Ahnung. Luigi, das andere war Mario. Ich glaube links, ja. Ich wollte mich eigentlich auch links sagen, aber ist egal. Ach, ich werde nicht umgebracht, wenn ich was falsch mache. Das ist nett. Aber jetzt tatsächlich eine Möglichkeit. Nein, das hier doch noch zu schaffen. Okay, aber cool. Also, dass mir die Möglichkeit auch gegeben wird. Ach, das ist Super Mario 3D Land. Ach so, ah, okay. Ich hatte irgendwie keine. Oh, ich habe zugegebenermaßen überhaupt nicht aufgepasst, was dieser Amiibo war. Und so weiter und so fort. Das ist. Ist das ja auch ein Mario-Spiel? Nee, das ist Yoshi. Das ist hier. Aber. Ja, Moment, das könnte jetzt genauso Yoshi's Island sein wie Yoshi's Woolly World. Entschuldige mal bitte. Wo bitte ist der Unterschied zwischen Yoshi und Yoshi's Woolly World? Diese Melodie gibt sehr wahrscheinlich auch in Yoshi's Woolly World. Ist egal. Wir wollen mal nicht zu streng sein mit. Madame und Monsieur Musikdesigner. Heilige Scheiße. Bin mir immer noch sehr, sehr sicher, dass dieses Lied auch irgendwo in Yoshi's Woolly World zugegen ist. Also auch wenn das natürlich so ein bisschen das Hauptthema von Yoshi war, aber ist egal. Ist egal, nächstes. Das ist auch Mario. Das Ding ist, das ist alles irgendwas Mario-mäßiges. Man muss da so rausfinden, aus welchem Mario-Spiel genau das war. Welches. War es Mario Galaxy? Soll das jetzt Mario Galaxy darstellen? Scheinbar schon, okay. Das ist sehr, sehr schwer auseinanderzuhalten. Das ist das Problem, weil alles irgendwie aus Mario. Hab ich noch nie gehört. Dadurch, dass alles irgendwie bis jetzt aus Mario kam. Hab ich das. Ist das jetzt tatsächlich ein Mario-Spiel? Das ist scheinbar auch ein Mario-Spiel. Keine Ahnung. Das hier oder das in der Mitte? Ich geh jetzt einfach mal hier rein. Keine Ahnung. Gut geraten. Warum auch immer. Okay, Walk. Nächstes. Also ich verbinde das persönlich am allermeisten noch mit Mario 64. Ich wüsste jetzt allerdings auch nicht, wie man Super Mario 64 am ehesten darstellen sollte. Also für mich ist das hier, weil es ist Mario 64. Ja, okay. Das ist aber schon sehr, sehr viel verlangt, das jetzt alles so auseinanderhalten zu können. Aber ich meine gut. Nächstes. In meinem Leben noch nicht gehört. Wahrscheinlich Paper Mario oder so ein Scheiß. Würde ich jetzt mal vermuten. Oder ist es Yoshi's Woolly World?
Was? Das ist alles Yoshi's Woolly World. Haben die unterschiedliche... Achso, es ist alles richtig gewesen. Achso, verstehe. Ich wollte schon sagen. Okay. Okay. Nee, wir haben es ja geschafft. Bisschen merkwürdig, meiner Meinung nach, aber okay, von mir aus. Wir haben noch eine Chance, das Ganze auszubessern, Alter. Wir haben eine Chance, habe ich noch. Der Nick hat einen Weltrekord aufgestellt und post damit auch noch. So einer bist du. Ja, Nick, so einer willst du sein. Schon klar. Wollen wir doch mal gucken, ob wir noch irgendwie aus diesem ganzen Kram hier heute entkommen können. Aber wenn ich die Kurve jetzt nicht gut gekriegt habe, meine Damen und Herren, dann weiß ich das auch nicht. Warte mal. Oh nein. Okay. Das war irgendwie... Oh nein. Oh nein. Jetzt muss ich irgendwie in diesen Dingern den Schlüssel finden. Muss ich jetzt raten? Okay, danke. Raten ist natürlich eine feine Sache. Oh nein. Oh nein, das ist so... Das Level ist ja quasi voll meiner Expertise entsprechend hier. Nein. Nein. Gehen die jetzt komplett hier durch? Nee, die gehen auch nicht hier durch. Okay, Gott sei Dank. Geh doch da rein. Was fehlt mir denn? Was? Ach, hier sind noch mehr. Ach du Scheiße. Ey, sag mal, sind hier nur noch Masochisten? Alter, jetzt mal ohne Scheiße. Heilige, kommt mal klar, Alter. Sag mal. Okay, dann, ich merke heute, warum ich mir abgewöhnt habe, die Listen hier abzugrasen, weil... Oh nein. Oh nein. Wobei, das schaffe ich, okay. Weil die Level teilweise so dermaßen merkwürdig sind, aber ich meine, wir leben ja noch, ist ja alles okay. Hallo. Solange wir noch leben, ist ja quasi alles in Ordnung. Das muss ich jetzt einfach nur so schnell wie möglich machen, ja. Okay. Was? Ach ja, das ist bestimmt ein Bestimmter hat jetzt dann bestimmt irgendwie das Item, den Schlüssel, genau, ja. Okay, habe verstanden, meine Damen und Herren. Der hat doch gerade den Schlüssel benutzt, oder habe ich mir das eingebildet? Das hat doch irgendwie lustig hier mit Sternchen und so, oder nicht? Oder habe ich mir das jetzt komplett eingebildet? Wahrscheinlich habe ich mir das komplett eingebildet. Ich meine, wäre nicht das erste Mal, dass ich sowas machen würde, aber okay. Ich nehme das einfach so hin, weil wir können es ja. Sehe ich das richtig, dass wir heute nur Super Mario Bros. 1 Level gespielt haben? Das ist wahrscheinlich ein Novum, oder? Dass ich das so durch die Bank nur ein einziges Engine hatte, ist, glaube ich, wirklich ein... Oh nein. Was muss ich tun? Muss ich hier jetzt rüberspringen? Wie soll das denn funktionieren? Okay. Ich sehe überhaupt ehrlich gesagt nicht, wie ich... ich glaube, ich muss dann hier tatsächlich drauf springen, aber... Oh, das ist natürlich... Oh, ist das gemein. Aber ist egal. Ah, Gott sei Dank noch geschafft. Alter Schwede. Wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte, ich wäre sehr, sehr traurig mal wieder gewesen. Das muss ich jetzt einfach so machen. Bevor er mich umbringt, ja? Oder bevor mich irgendwas umbringt. Hält dieses Trampolin davon ab, Feuer zu spucken? Oder bilde ich mir das ein? Das ist ja auch sehr interessant. Das habe ich auch so noch nicht gesehen. Ich war mir nicht darüber bewusst, dass das so funktioniert. Das ist immer was Neues. Also für die Leute, die irgendwie scheinbar einen Bowser davon abhalten wollen. Was muss ich tun? Einen Bowser davon abhalten wollen, irgendwie Feuer zu speien. Scheinbar funktioniert das so. Also, okay. Warum bin ich Goomba? Hi. Was? Was muss ich machen? Und jetzt muss ich hier durch, oder was? Ach, das ist das Ende. Okay. nehmen wir gerne so mit, meine Damen und Herren. Wir sind lange mal wieder in den Top-Listen gewesen. Habe ich mir Ewigkeiten nicht angeguckt. Aber ja, zumindest abwechslungsreich war es. Das zumindest, meine Damen und Herren. Was hatten wir alle Tanten? Wir hatten ganz viele Amiibos. Wir hatten einen Songquiz mit noch mehr Amiibos. Wir hatten das da mit noch mehr Amiibos. Passt so. Liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen lieben Dank, Twitter. Sagt mir in den Comments noch Bescheid, welche Level ich spielen soll. Von euch, von euren Freunden, von anderen YouTubern, von anderen Levelmakern und so weiter und so fort. Wenn ihr irgendwelche coolen Insider-Tipps habt, immer her damit, meine Damen und Herren. Vielen lieben Dank, Twitter. Hochoffiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, meine Damen und Herren. Tschüss.